Alles in der Natur singt und vibriert. Jedes Wesen strahlt Schwingungen aus, die sich in Musik weiter fortpflanzen. Deshalb darf man wohl sagen, die Natur selbst sei lautere, echte Musik. Musik ist in den dahinfließenden Bächen vorhanden, in den hervorsprudelnden Quellen, im fallenden Regen, in den brausenden Sturzbächen, in der anhaltenden Bewegung der Seen und Ozeane. Es gibt Musik im Hauch der Winde, im Rauschen des Laubes, im Zwitschern der Vögel. Die Musik der Natur weckt immer wieder im Menschen ein Gefühl für Musik. Sie regt ihn an, sich selbst durch ein Instrument oder durch das Singen auszudrücken. Seine Gemütsbewegungen, seine mystischen Regungen finden oft durch die Musik einen spontanen Ausdruck. Durch sie vermittelt der Mensch sein Leid, seine Freuden, seine Liebe und all seine tiefsten Erlebnisse. Die Musik veranschaulicht das Atmen der Seele und des Bewusstseins. In ihr findet die Seele ihre Offenbarungsmöglichkeit auf Erden. Wird das Überbewusstsein im Menschen wach, entwickelt sich in ihm ein noch viel feineres Wahrnehmungsvermögen. Dann wird er fähig, dieser großartigen Symphonie zu lauschen, die durch den Weltraum hallt, bis weit hin zu den Grenzen des Universums. Von da an wird ihm der tiefe Sinn des Lebens klarer. Die Musik weckt, wenn sie wirklich gute und wahre Musik ist, in unserer Seele die Erinnerung an die himmlische Heimat, ruft die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies wach. Sie gehört zu den mächtigsten Mitteln. Sie ist mächtiger als Malerei oder Tanz, denn ihre Wirkung ist unmittelbar. Plötzlich besinnt man sich seiner himmlischen Herkunft und weiß, dass man eines Tages wieder dorthin zurückkehren wird. Gewiss gibt es heute Arten von Musik, die den entgegengesetzten Wunsch erwecken, nämlich so lange wie hier auf Erden zu verweilen. Das ist jedoch niemals die wirkliche Bestimmung der Musik. Obwohl ich mehr Talent für die Malerei mitbringe, ich spreche jetzt von mir, und schon als Kind sehr viel gezeichnet habe und mich später ja akademisch in der Kunst ausbildete und später goetheanistisch, so hat mich doch begleitend hierzu immer die Musik beeindruckt, tief beeindruckt, zu Tränen gerührt, meine tiefste Seele erschüttert. Und später auch das Singen von Bhajans, das Singen von indischen, hebräischen, von ja, so lyrischen Gesängen, von gregorianischen Gesängen im Chor und so weiter. Dass die Welt der Musik ist ja ungeheuer groß geworden, inzwischen auch durch das Internet. Und es geht kein Tag vorbei, wo ich nicht am Abend noch mit Kopfhörer Klängen folge, manchmal auch Frequenzen, die in das Musikalische eingetaucht sind, die mich selbst in tiefste Entspannung führen und mich oft, also ich vermute, den Astralleib etwas aus dem Körper herausheben, was manche Musik kann.
und in die Welt der Höheren schon, also Grenzgebiete zu kommen vom Irdischen zum Himmlischen. Und da entsteht eine unglaubliche Entspannung. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen, denn wenn Sie nach einer Stunde wieder herauskommen, selbst wenn Sie lose Gedanken hatten, fühlen Sie sich, als hätten Sie 8 Stunden geschlafen. Heute denken manche Menschen, diese himmlische Berührung findet nur durch die klassische Musik statt. Dies ist ein großer Irrtum. Inzwischen gibt es vor allen Dingen in Amerika, weniger in Deutschland, muss man sagen, unglaubliche Komponisten, die wirklich neue Musik zu komponieren vermögen. Und teilweise, das konnte ich vor kurzem feststellen, kann manche Komposition sogar dabei helfen, die Zirbeldrüse zu aktivieren. Also sie führt uns ebenso in höhere, ganz reine Gebiete herein und misst sich ja nun auch an der Reinheit der Künstler selbst. Wie groß ist ihr Gral? Wieso? Wie groß ist ihr Empfängnisorgan? Und das hört eben nicht bei Mozart, Beethoven und Chopin auf. Viele können da nicht los. In Deutschland sehnen sich vielleicht auch manche klassische Musiker danach, etwas Eigenes zu schöpferischen Prozessen hinzubekommen. Aber hier in Deutschland dominiert extrem die Sperre durch die Matrix der klassischen Musik. Also sich da auch etwas zu lockern und herauszuarbeiten bei gleichzeitiger Wertschätzung, die geht ja dabei nicht verloren. Aber ich bin der Ansicht, wir müssen ja den heutigen Menschen, den lebenden Menschen auch die Möglichkeiten geben, ihre wirklich unglaublichen Werke wahrzunehmen. Und deshalb, und auch nicht nur Filmmusik, wirklich eigenständige Kompositionen von oft ganz unbekannten Künstlern, da können Sie auch bei uns im Sender noch einiges in Zukunft mitgeteilt bekommen durch Piano and Poetry. Und ich freue mich, wenn Sie da auch öffnen und sich nicht nur die Weisheit von Meister Iwanow anhören, sondern auch vor allen Dingen die Kunst selbst, die wir in unseren Sender hereinstellen. Doch oft sind nur 10% der Aufrufe bei der wirklichen Kunst dann von den Aufrufen halt da, was etwas enttäuschend ist, denn man kann viel über ein Bild reden, aber am Ende muss man es doch auch selbst sehen. Und so kann man viel über Kunst reden und Kunstformen und künstlerische Weisheit, aber letztendlich geht es darum, die Kunst selbst wahrzunehmen, aufzunehmen und vielleicht auch schöpferisch daran selbst aktiv teilzunehmen. In dem Sinn lade ich Sie auch dazu ein. Dazu wollte ich auch noch sagen, dass natürlich jeder Clair de Lune, Debussy kennt. Naturklänge, die dieser Komponist entworfen hat, einer der ersten war, die diese Töne wirklich wunderbar in die Gestaltung brachten. Und auch dazu muss ich sagen, dass es inzwischen hunderte von auch Piano-Solo-Kompositionen gibt, die das Fallen der Blätter widerspiegeln, das Rauschen der Bäche, das Zwitschern der Vögel, das Leid aber auch des Menschen, die Hoffnung, die Erweckung in seiner Seele, der Abschied, die Freude, alles, was sich in uns Menschen durch die Musik spiegeln kann, können diese Komponisten herausbringen durch sich selbst. Also ich versuche dies ja auch jeden Tag 2, 3 Stunden im Klavier mir zu erarbeiten. Und da ist die Malerei, ganz wie Iwanow eben sagt, zurückgetreten. Denn
Sie hat nicht ganz so die Kraft, bei weitem nicht, wie die Musik selbst. Und die Musik kommt und vergeht. Sie häuft sich nicht so an wie hunderte von Bildern, die man malt und natürlich dann auch hat, die einen manchmal sogar beklemmen, wenn man schon sehr viel gearbeitet hat, wie ich. Die Musik macht unsere Seele frei und lässt uns Flügel wachsen. Kein Tag ohne Musik und kein Tag auch ohne die eigene Stimmschulung. Es gibt heute so viel Unterstützung, auch an seiner Stimme zu arbeiten oder auch vielleicht selbst etwas anzustimmen. Ich kann Sie nur dazu ermuntern, dies zu tun, auch wenn Sie zum Beispiel leicht melancholische Gefühle haben, dass Sie dann versuchen, etwas zu singen, Kyrie Eleison oder Ave Maria oder Om. Es gibt viele Möglichkeiten. Ivanov sagt, jeder Mann hört natürlich Musik, doch in einer esoterischen Schule wird dazu gelehrt, wie man der Musik richtig zuhört, um die geistigen Zentren in sich zu öffnen, sich in den Weltraum hinaufzuschwingen, sich zu erheben, zu veredeln, zu läutern und sogar seine eigenen Probleme zu lösen. Hört man einem Werk zu, dann sollte man zuerst herausfinden, was es für einen darstellt, ob es eine gute oder eine weniger gute Kraft ist oder womöglich eine besetzte Kraft ist. Heute, kleine Anmerkung, gibt es viel Musik, sehr viel Musik im Internet, die besetzt ist von dunkelsten Wesenheiten. Also vor allen Dingen sollte man niemals Radio hören, weil es eben da oder halt vielleicht nur Klassiksender, also wirklich Bildungssender, aber nicht einfach so Standby-Radio. Denn es macht uns wirklich, es besetzt uns, es geht in unsere Aura herein. Nein, wir sollten Musik als Belebung erleben oder als tiefe Entspannung. Denn Musik muss verglichen werden mit dem Wind oder manchmal auch mit dem Donner, manchmal mit dem Sturzbach, manchmal mit dem Wasserfall. Ich spiele zum Beispiel zurzeit ein Stück, das heißt Wasserfall, Waterfall. Und es ist nicht einfach, es so zu spielen, dass man wirklich einen Wasserfall dadurch spürt. Manche Musik, sagt Ivanov, ist auch wie Elektrizität. Und manche wärmt uns. Wie diese Kraft auch sein mag. Man sollte sie zu nutzen verstehen lernen, mit höherem Bewusstsein. Ist es der Wind, dann kann man sich einbilden, man fährt mit dem Wind auf Segeln, auf See. Die Musik ist eine Kraft. Jeder Klang, jede Schwingung verursacht bestimmte Bewegungen im Weltraum, löst Kräfte in uns Menschen aus. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Sie verändert, während wir sie hören, unendlich, also unendlich, weil es geht über uns hinaus, in unserer Aura Wellenbewegungen, Aufhellungen, Verdunkelungen, Farbfluten, Farbveränderungen, Strukturveränderungen. Also versuchen Sie, wenn Sie etwas mit Kopfhörer hören und Sie liegen, dass Sie beobachten, was sich jetzt in Ihrer Aura tut. Dazu lade ich Sie wirklich ein, so aufmerksam in sich zu werden. Und dann werden sich manche Probleme, die Sie vorher noch hatten, von selbst lösen oder Sie werden danach auf einmal Inspirationen erhalten.
Jeder Tag, vor allen Dingen nach den Mahlzeiten, sollten wir Musik hören. Die Musik sollte auch als Medium dienen zu unserem inneren und äußeren Schaffen. Als Therapeutin arbeite ich sehr viel mit Musik. All meine Patienten bekommen auch Musikempfehlungen, denn ich kann ein bisschen abspüren, welche Musik für welchen Menschen passt. Auch ich selbst spiele, während sie künstlerisch arbeiten, am Flügel, sodass sie von lebendigen Tönen umgeben sind. Die Musik sollte uns tief durchdringen, auch wenn sie wirklich erschöpft, krank oder sonst wie sind, hören Sie Musik. Manchmal vielleicht, wenn der Ätherleib wirklich zu 100% gebraucht wird, um den Körper zu heilen, bei einer ankommenden Grippe, einem Infekt, würde ich Ihnen empfehlen, gar nichts zu hören, alles an WLAN auszustellen, auch keine Töne in sich aufzunehmen. Weil sobald wir Musik hören, ist der Ätherleib natürlich auch in Bewegung durch den Astralleib. Und das zieht dann tatsächlich auch Heilkräfte ab, während wenn wir schon in der richtigen Heilungsphase drin sind, dann hilft die Musik wieder durch Heilkräfte, auch eben manchmal diese Resonanzen oder diese binauralen Töne, die können uns dann wirklich auch helfen beim Heilen und beim Herauskommen aus dunklen Gefühlen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie natürlich wie immer uns weiter begleiten in unserem Anliegen, immer ein höheres Bewusstsein zu entwickeln durch die verschiedenen Kunstformen. Ihre Angelika Dahlhaus. Thank you.